Folge 4, Ratchet Gladiator, mit einem Paul und einem Uwe. Ole. Oh, meine Kleinen. Dafür, dass du jetzt gerade sehr, wie sagt man, deine Stimme so down war, bist du jetzt gerade sehr gehypt, habe ich das Gefühl. Naja, ich habe ja auch geschlafen, mich darauf mental vorzubereiten. Wurde vor einigen Jahren von Gleeman Vox erworben. Und nur so zum Spaß sind wir vorgegangen und haben es abgeschaltet. Kann das Darkstar-Team es wieder einschalten? Oder werden hunderte von Schiffen blind in den Asteroiden zerschellen? Ich habe schon in einer der anderen Aufnahmen gesagt, aber ich mag es ja, dass jeder einzelne Planet ja so seine eigene Storyline ein bisschen hat. So, du jetzt. Ich hätte es sehr cool gefunden, wenn der Moderator noch gesagt hätte, dass sie irgendwie, weiß nicht, so ein Kindergartenschiff oder so auf so einer Reise einfach ist. Und wenn jetzt das Darkstar-Team das hier nicht auffällt, dann sterben einfach ganz viele Kinder. Und Ratchet dann so sagt, oh cool, dann werde ich euch einfach mal zurücklehnen und die Show genießen. Ich glaube, das ist der nächste Planet, auf dem wir dann. Nee, der übernächste, glaube ich, dann, wo wir hingehen, wo es dann einfach heißt, ja, wir haben hier einfach die Schilde kaputt gemacht, die die Leute hier überleben lassen sollten. Wenn ihr das nicht schafft, dann stirbt einfach der ganze Planet. Let's go. Das ist eine richtig geile Reality-Show. Ich freue mich ja schon, wenn wir im echten Leben auch mal auf so eine dystopische Ziellinie irgendwie zusteuern, dass das auch so für Engagement und alles halt wirklich den Mr. Beast anfängt zu sagen. Also für $100,000 werdet ihr jetzt ein echtes Battle Royale machen müssen. Let's go. Und nein, Mr. Beast, bitte nicht. Ich glaube, Mr. Beast wäre einfach ein Kommentator. Oder der würde dann, wenn sich da Leute schon von irgendwie den Kopf abschießen und sagst, entweder machst du jetzt mit oder nicht, jetzt ist auch nicht eine Uwe, Bro, kannst du sagen, so. Ich glaube, das hat keiner verstanden, weil ich hab's auch nicht verstanden. Das hat man auch in den letzten Folgen nicht verstanden. Du verstehst sehr viel, wenn du mit Kunden zu tun hast, tatsächlich. Okay. Ich hatte mal genau so eine Kundschaft da und... Das ist ein Uwe. Ja gut, der hieß nicht Uwe, Gott sei Dank, aber der hat genauso geredet wie ein Uwe. Und so jemanden zu verstehen, Halleluja. Ich mache den Weg frei, Boss. Vor allem, das war auch eine sehr unangenehme Person. Wenn du da einmal gesagt hättest, du, boah, ich verstehe dich einfach nicht, der hätte erstmal so einen Dropkick ins Gesicht gegeben, wahrscheinlich. Richtig passiert. Ein richtiger DMC-Move. Ja, das ist ja tatsächlich ein DMC-4-Move von Nero. Aber im 5 erst, glaube ich, ne? Im 4 kann ich mich ja nicht erinnern. Im 4 gibt es auch, das ist der Running Taunt einfach. Oh, die Stelle. Oh Gott. Oh Gott, Plattforming. Ja, an die kann ich mich hier. Ja, hier bin ich sehr oft gestorben damals, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Also, Doppelsprung, ne? Das fällt mir schon echt schwer, auch heute nach 33 Jahren Videospielen noch. Ich bin in Tien Gade, ich hasse Videospiele, Dark Souls! Ja, ich meine, in Dark Souls musst du ja auch nicht doppelt. Oh mein Gott, Alter! Oh. Ich wollte eigentlich jetzt gerade nochmal sagen, ich habe jetzt Kingdom Hearts heute weitergespielt, das war jetzt im Stream. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz erwähnen, Leute, ich bin jetzt wieder. Was heißt wieder? Eigentlich streame ich das erste Mal so richtig auf Twitch mit Kingdom Hearts gerade. Name ist genau der gleiche bei Paul, könnt ihr gerne nachsuchen. Macht echt, naja, Spaß macht das Spiel jetzt nicht unbedingt, aber man kann es spielen, sagen wir es mal so. Was ich jetzt gerade auch nochmal sagen wollte. Genau. Was ich jetzt gerade nochmal sagen wollte, dieses Springy hat sich gerade genauso angefühlt wie Kingdom Hearts 1. Richtig geil. Ich weiß sogar, wie sich das Kingdom Hearts 1 Springy anfühlt nach all diesen Jahren immer noch. Ich habe mir jetzt mal im Nachhinein vom Robin von Hooked, ich muss das nämlich sagen, falls hier Leute wirklich zuschauen sollten, die ihn nicht kennen. Da ist ein Tagebuch, glaube ich. Ja, das Kingdom Hearts Tagebuch. Das erste. Und er hatte ja nur eins über Kingdom Hearts 1 gemacht, über die Insel und Traverse Town. Und er hat das so auf den Punkt gebracht, das fühlt sich so an, als würdest du so einen zeitverzögerten Frosch spielen. Das muss ich einfach zustimmen. Fühlt sich genauso an, wie er es gesagt hat. Also so krasse Probleme hatte ich damit nicht, aber ich habe ja auch nicht so Skill-Issue wie die Deutschen in Videospielen.
Die Deutschen. Ja, die kennen halt auch nur Gothic, ne? Das ist halt das Problem. Das stimmt, ja. Die spielen halt auch Spiele mit Sprungtasten seltener Deutsche. Die Leute waren so verwirrt, als sie Witcher 3 gespielt haben. Ja. Oder Dragon Quage Inquisition. Hacksprungknopf in dem Spiel, der war bis heute auch immer noch ein Rätsel, so ein bisschen. Oh Mann, diese Typen sind heiß. Hast du das gespürt, Juanita? Genau, hast du das gespürt, Juanita? Oh, ich hab das gespürt. So, Juanita. Ich stürze bitte nicht nochmal ab. Ich versuche mein Bestes. Wir brauchen ja, wir müssen das ja für den Content hier irgendwie auch engaging gestalten. Das ist Dark Souls unter denen. Obwohl, nee, das habe ich glaube ich schon bei Witcher the Clank 1 gesagt. Du hast es heute auch bei, über Kingdom Hearts gesagt. Ja, das stimmt. Bist so, ich weiß gerade nicht den Wortlaut mehr. Du bist wie so ein richtiger Videospieljournalist im Jahr 2018. Ja. Ah, noch früher. Du spielst schwer, das ist ja wie Dark Souls. So. Okay, sehr gut. Oh, ja, was für ein Löwe. Mein Löwe, mein Bär. Ich brauche starke Leute, die mindestens 2 Döner verdrücken können. Das wieder heute nochmal gesehen. Es hat schon, ich meine, es kommt drauf an, wie groß der Döner ist und was der für eine Füllung hat natürlich. Es ist aber schon krass, 2 Döner zu essen. Das stimmt, ja. Muss man schon ehrlicherweise so sagen, wie es ist. Vor allem so krass teuer heutzutage. Joa. Ich meine, Schur. Minimum. Ein Kilo Erdbeeren. Hey, Boss, von mir könnten Sie noch einiges lernen. Nein, nicht so Erdbeeren. Willst du mich. Teuer. Was? Ja, es tut mir leid, dass ich Erdbeeren nicht so mag, ja. Leider, leider. What? Ah, sehr gut. Warum? Mega krass an schon mal. Die skilligste Folge ever. Holy shit. Ich mach das jetzt auch einfach nur, damit wir mehr Themen rausquetschen können, deswegen. So nicht. Anders und so und nicht anders. Nee, wir können aber auch gerne mal ein bisschen über Kingdom Hearts quatschen, wenn du möchtest. Ich meine, du hast ja jetzt das auch Ding den ersten Teil mal nachgeholt vor ein, zwei Jahren, glaube ich, noch. Also nicht nachgeholt, aber wiedergespielt, sagen wir es mal so. Also ich habe den das erste und einzige Mal gespielt. Ah, doch? Vor, glaube ich, 7 oder 8 Jahren. Oder so. Ist das doch so lange her? Ich dachte, da, du ja, hattest ja das mal vor kurzem. Nee, das ist schon doch deutlich. Ich kann mich auch nicht mehr so viel erinnern tatsächlich davon. Ja, sehr ich froh. Ich meine halt nur, dass ich es damals halt nicht so gut fand. Aber halt, wie gesagt, ich muss es ja noch mal spielen dann für Max so, wenn er mir dann zugucken will bei jedem einzelnen Teil. Wobei es witzig ist, er hat ja mich gefragt, ob wir nicht auch einfach Kingdom Hearts 1 skippen können. Dann habe ich von mir aus gesagt, nein, das möchte ich nicht. Weil ich an Kingdom Hearts 1 halt an sich ganz gute Erinnerungen habe. Ich meine, ich bin vielleicht auch dann der einzige Mensch, der es nicht scheiße findet. Das Spiel wird wahrscheinlich, ich meine, das wird jetzt auch, das ist so ein klassisches Spiel, was halt mit Laufe der Zeit erst wirklich Spaß macht. Ich habe jetzt nach 8 Stunden Spielzeit die fucking Schnellreisemöglichkeit freigeschaltet. Weil sonst musst du mit diesem Kack-Gummischiff oder wie das nochmal heißt, ja, immer zu jeder Welt hin und das dauert 5 Minuten. Aber das ist schon mal funny as fuck, weil, das wollte ich dich eigentlich sogar noch fragen, aber gut, dass du es jetzt selber erwähnt hast. Ich wusste nicht, dass es Schnellreise gibt in dem Spiel. Ich bin immer. Ich auch nicht! Ich bin immer von A nach B geflogen, bis zum Ende und hab immer mich gefragt, warum muss man ich das hab, eigentlich. Ich hab von keiner Seele je gehört, dass jeder beschwert sich über dieses scheiß Gummischiff. Aber niemand erwähnt jemals, dass du nach dem fucking ersten Drittel, nach fucking 8 Stunden, dieses scheiß Schnellreiseding da freischaltest. Ich meine, klar, du musst zwar dann immer noch das erste Mal zu den Welten hinfliegen, das ist ja fein. Würde es halt Spaß machen trotzdem. Aber nach 8 Stunden, sorry, nee, vor allem mit diesem Level-Design, holy fucking shit. Sehr verständlich. Ich muss ja auch sagen, das ist auch einer der Gründe, wieso ich nie Bock hätte, Kingdom Hearts niemals zu 100% zu spielen, weil du ja musst ja auch diesen ganzen Gummischiff-Bullshit dann machen, ja, oder extra Sachen einsammeln und so. Da wär ich du musst wahrscheinlich auch noch dein Schiff craften und alles drum und dran. Und ich, ja. Als ich das so toll gemacht hat, holy shit, mit Elvin und die Chickmunks da. Sind das nicht einfach die. Das A und B, und ich weiß, wie die heißen. Ja, auch die. Elvin und die Chickmunks. Wow. Es ist eigentlich rassistisch, dass du einfach die Chipmunks verwechselst mit anderen. Höchstwahrscheinlich. Weil die irgendwie für dich gleich aussehen, so.
Nur, dass Evan und die Chickmans zu dritt sind. Safe einer, der den Assassin's Creed Shadows Trailer gedownloadet hat. Ich schreibe auch unter die Kommentare. Ich gebe erstmal ein Dislike. Auch beim japanischen Trailer. Und schreibe dann erstmal drunter. Oh, Eske war aber kein Samurai. Zum Glück. Erstmal den Wikipedia den englischen hinschreiben. Aber noch Schwerträger. Ich meine, weißt du, es gibt ja auch für, also Snoop Dogg hat ja quasi auch einen Container heutzutage, weil die packen der, hat ja eine Person, der hat ja eine Person eingestellt, die ihm einfach nur seine Joints dreht täglich. Das ist ja quasi sowas wie ein Retainer, wenn du so drüber nachdenkst. Mhm. Jaske 2.0. Ja, ich habe auch gehört, der nennt den auch tatsächlich Jaske als Referenz. Okay, das finde ich diesmal base tatsächlich. Ja, aber wenn wir gerade die Thematik nochmal ansprechen, ich bin sehr froh darüber tatsächlich, dass wir Assassin's Creed endlich mal in Japan bekommen und zusätzlich dann noch mit einer Figur wie Jaske vor allem. Ja, das finde ich auch cool, aber ich muss jetzt sagen, nachdem ich Valhalla so kacke fand, bin ich ja, spielerisch bin ich auch nicht hyped, wahrscheinlich vom Story auch nicht so wirklich. Nee, also von der Story werde ich erstmal gar nichts erwarten. Allein, weil sie so gesagt haben, du kannst es eigentlich komplett wie du willst angehen, da denke ich mir so, ja, okay. Ich bin ja gespannt, wie sie überhaupt die eine Figur, ich will halt jetzt hier nichts spoilern für die ein, zwei Leute, die hier zuschauen und das nicht gespielt haben. Oder das noch spielen wollen. Dass die, ob die eine Figur da am Ende nochmal, was heißt am Ende? Du weißt ja, wen ich meine, die Hauptfigur ist Mirage einfach, mein Gott. Ja, genau. Ja, okay, das ist Qual. Ja, es ist jetzt ein Spoiler, aber ich wollte es jetzt konkretisieren einfach. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Unser Kandidat muss die Zone Figur. Von Feinden befreien. Was, Basim lebt noch 800 Jahre oder so? Nein, Basim würde niemals 800 Jahre leben. No. Das wäre ja unrealistisch. Ja, sowas ist in Assassin's Creed nicht happening. Ratchet, störe ich gerade? Ratchet! Ich kann mein Captain Core Kindershampoo nicht finden. Kindershampoo? Du hast es als letzter benutzt. Halte diese Oh mein... Du hast... für wichtige Glaubst du, das ist auch gut, wenn du Schuppen hast? Wie man die Halsbänder loswerden kann. Ja, ja, ja. Was, ob es gut ist, Schuppen zu haben? Nein, ob das Kindershampoo von Captain Quark auch gut gegen Schuppen hilft. Ach so meinst du. Es wird wahrscheinlich wie so ein... Schuppen zu haben. Hey, so hab ich's erst verstanden. Ich glaube, das ist wie so ein SpongeBob-Merchandise-Shampoo. Ja, kann mir sehr gut vorstellen. Das? Das weiß ich nicht, ich hab das halt seit 15 Jahren nicht mehr genutzt, also... Riechst du nach Käse? Naja, SpongeBob sieht ja so aus wie Käse. Fucking Schwamm. Ein Schwamm ist ein Käse. Das ist doch eine Käsesorte, oder nicht? So quasi, weil es ist ja auch gelb. Ich enthalte mich mal, aber okay. Ey, jetzt tu doch nicht so. Jetzt tu doch nicht so, als wäre das irgendwie eine kindische Annahme. So, ich meine. Also schon, ja, den Gedanken hat man wahrscheinlich, aber. Also Dinge, die gelb sind, sind doch meistens auch irgendwie mit und gelöchert, ne? Und gelöchert, ja. Löchrigen Dingen kennen wir uns aus. Glaube ich. Ja, zum Beispiel mein... zum Beispiel mein rechtes Ohr. Das ist richtig löchrig, ja. Ich würde eigentlich nochmal kurz zur Kingdom Hearts Thematik nochmal vorne zurück, weil wir ja da dann zu Jaske übergesprungen sind. Ich habe jetzt das Tarzan-Level beendet. Und bisher war das die schlimmste Erfahrung im Spiel überhaupt. Es gibt quasi ein oben und ein unten in dem Level. Da gibt es ein Baumhaus und dann halt dieses Zeltlager, wo du dann eben noch zwei andere untere Ebenen hast. Und ich musste gefühlt, weil das Spiel erklärt sich halt einfach so richtig mies, bin ich ungefähr so im Loop fünfmal hoch und runter gegangen. Und das dauert. Muss man auch noch dazu sagen. Du musst dann Lianen rumschwingen und den ganzen Schwachsinn. Es dauert einfach alles so ewig. Es ist so... Boah. Dieses
Ich war so sauer. Squall hat mitgeschaut und er hat mich sehr, er musste sehr lachen, glaube ich. Mag aber trotzdem bei Kingdom Hearts an sich, so zumindest von der Konzeption her, dass jede Disney-Welt auch irgendwie anderes Gameplay bieten soll. Was dann halt passend ist zu dem, zu der eigentlichen Mark so. Ich war auch sehr überrascht, wie gut diese Lian-Funktion tatsächlich funktioniert. Wenn ich mir alles so im Vorhinein angeschaut hatte von dem Spiel, wie kacke das funktioniert hat. Also wirklich kacke. Da war das tatsächlich, ich sag's auch so ehrlich, wie es ist, gut. Wenn es funktioniert hat. Okay. Weil teilweise war nämlich da das Problem, die... Das war richtig krass, ey. Also wenn es 20 Mal funktioniert hat. Die Schwungphysik ist da nicht so gut, tatsächlich. Also es ist jetzt keine richtige Physik, natürlich, du bewegst dich nur nach vorne und nach hinten, so sehr statisch, aber die Lianen, wenn du auf den gesprungen bist, die bewegen sich dann teilweise nämlich noch ein bisschen und manchmal springst du halt einfach falsch. Und wenn du dann an die erste Liane springst, um dann auf die zweite zu springen, das dauert. Das dauert einfach. Und das fünfmal zu machen, ja, war sehr spannend. Ich war sehr froh, als ich dann da vorbei war und wieder nach Reverse Town gehen konnte, um mit Leon zu reden. Und dann erstmal wieder 10 Minuten rumzusuchen, was ich überhaupt machen muss, um dann einen Guide anzuschauen, um zu verstehen, ich muss nochmal mit Leon reden. Ich verstehe nicht, wieso der überhaupt Leon heißt in dem Spiel. Ich auch nicht! Warum nennen die den nicht einfach Squall? Die nennen den auch im fucking 8 einfach immer nur Squall. Ja. Also ich weiß nicht, ob Nomura den immer nur Leon nennt, aber was ich... Nomura hat einfach in alten Final Fantasy Chronicles die Charaktere noch frei benennen. Der hat einfach da immer den Standardnamen Squall gelassen, sondern einfach gesagt, ich bin den Leon. Leon hat, ich nenne ihn jetzt Leon. Leon! Oder die wussten einfach, dass Capcom bessere Spiele macht und wollten so eine Resident Evil Referenz machen. Ich meine... Jetzt sei mir mal hier, Butter bei die Fische, ehrlich, so Capcom ist schon deutlich besser als Square. Butter bei die Fische, das ist eine Folge 3 Referenz. Oha, stimmt, ja. Wenn Max nämlich am Anfang direkt einfach laut Butter bei die Fische geschrien hat. Ein richtiger Schwabensatz. Ich habe übrigens dann gestern nochmal nachgeschaut, ob es eventuell eine physische PS3-Version von Ratchet Deadlock gibt. Leider nicht, das ist wirklich nur im PS3-Store erhältlich. Aber was ich dann nochmal gesehen habe, ist Anfangs-Footage vom Spiel, damals bei der Ankündigung. Und die Roboter hatten ja damals, ich meine, das ist ja eh bekannt, aber mir wurde es dann erstmal wieder bewusst, die hatten mal Beine. Die hatten Beine mal. Dann hatte Insomniac dann halt gesagt, nee, das können wir nicht richtig hin mit verbündeten NPCs. Wir müssen die Beine entfernen. Deswegen schweben die. Deswegen gibt es nämlich den einen Satz am Anfang von Grün war das, glaube ich, dass sie in der Schlacht gekämpft haben und die Beine dann einfach ihre Beine verloren haben. Wow. Das ist tatsächlich... Das ist die Lore. Zwei erledigt, bleiben also noch zwei. Das ist, er kann Masse, Alter, holy shit. Das mag ich nicht, wenn jemand Masse kann. Leute, die Masse können. Ich meine, es sind halt meistens unangenehme Menschen. So. Das stimmt tatsächlich, das muss man nicht immer so sagen. Weil du, ja, genau das. Und dann sagst du nämlich, fuck, das kann ich jetzt nicht so schnell im Kopf umrechnen und alles drum und dran. Und dann kommt die so an, warum denn nicht? Bist du etwa... Du musst doch einfach nur hier... Du musst doch einfach nur die Primzahl von 5 Millionen Quartillionen 70 umrechnen auf 0,5. Das ist doch für easy. Oh Habt Gott, ihr in der Schule auch, weil du bist ja so mein Alter, so, okay. Dorf-Fuchs-Videos geguckt? Da sind ja die kann sein, aber ich glaube nicht. Das sagt mir jedenfalls gerade nicht, dass es stimmt. Ja, das war ein... Es ist immer noch ein Mathe-YouTuber. Nee, okay, dann... Nee, das definitiv nicht. Ich dachte, das wäre vielleicht als, so ein Katzen oder so gewesen. Gimmick gehabt, dass der dir halt bestimmte mathematische Formeln beibringt, indem er daraus niederschreibt. Und du die so dann merkst. Und wir sollten uns dann... hier binomische Formeln Video von dem angucken, wo der halt wirklich einfach darüber einen Song geschrieben hat. Ist
das ist die große Mathe-Folge hier gerade. Ja, genau, das ist die Mathe-Folge. Nur, dass wir beide halt bei uns eingestehen, dass wir beide nicht Mathe können. Lass doch einfach mal hier live on the air einfach mal Wissenschaft und Mathematik leugnen. Und sagen, das ist alles Bullshit. Und das haben sich einfach. Also wie Robin Schweiger. So wie Robin Schweiger, genau. Und dann, dass einen der Discord-Moderatoren richtig mad werden darüber. Das stimmt tatsächlich. Zwei, die ich kenne. Ja, zwei eigentlich sogar? Nee, vier. Hä, hey, wer ist denn noch mad darüber geworden? Also, ich sag's mal so, eher, wo ich mir vorstellen kann. Also, der eine wissen wir ja. Ja. Definitiv. Der andere ist Matze. Okay. Und die anderen zwei sind, na gut, Freddy ist ja nicht mehr. und hat Jonathan. Zum zweiten Reflektor durchkämpfen und den Gamma-Energie. Also die würden sich jetzt nicht so aufregen, würde ich mir vorstellen, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass sie sich mal aufregen würden. Ich finde es eigentlich voll okay, wenn man Mathe leugnet. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Und cringe. Aber ohne Mathe gäbe es keine Videospiele. Ist auch, okay. Ist auch das Gleiche, wie wenn Leute immer sagen, ja, Physik ist doch auch richtig geil. Ja, aber das hat mit Mathe zu tun. Also, hallo? Ich meine, die Grundregeln zu, wie das Universum funktioniert und das alles, das ist ja geil, aber ich muss Formeln wissen. Mathe, hallo? Ich bin auch der Meinung, du kannst mir die Regeln und die Grundstrukturen unseres physikalischen Universums auch spaßiger erklären, ohne dass ich jetzt mal Depressionen kriege. Ja. Weißt du, was ich glaube? Die Formel, die sie da aufschreibt, das ist alles Mumpitz. Das ist nicht mal eine Verschwörungstheorie gerade, es ist einfach alles Mumpitz. Also ich würde sagen, dass das einfach was da aufgeschrieben wird, das ist einfach. Ja, das ist einfach Fischerei. Das ist halt wirklich wie. Fischerei! Das ist einfach wie Jura. Das sollen eben normale Bürger einfach nicht verstehen. Genau das ist das. Nur für die Oberschicht quasi. Das ist halt wirklich. Ja, genau. Um die Klassengesellschaft aufrechtzuerhalten. So wollte ich es nicht genau nennen, aber ja, genau so. Okay, krass. Wir sind da was auf der Spur, Leute. Oh, das ist so ein richtiger Kollega-Take von dir gerade, wenn ich so drüber nachdenke. Da gab es irgendeine. Da hatte er ein Feature mit Genetik. Da hatte er irgendeine Mondline. Wo er dann gesagt hatte, also, das ist jetzt kein Zitat natürlich, weil ich weiß, ich kenne die Line jetzt nicht zu 100%. Das ist kein Fähnchen im Wind wie die erste Mondaufnahme oder so. Irgendwie so in dem Sinne. Das wo sich dann zwar herausgestellt hat, nee, die Line ist nicht so gemeint, wie man es eigentlich so denkt. Ja, Leute, denkt doch mal nach. Wie? Warum? Die Fahne da irgendwie hat sich bewegt. Und im Universum gibt es doch gar keinen Wind. Wieso? Im Universum gibt es doch keinen Wind. Die Erde ist flach. Wo wir ja auch dabei sind, Wieso lädt ja auch hin und wieder mal so TikTok-Verschwubler-Sachen nämlich hoch. Um die zu denyen. Achso. Ich dachte gerade so, also, jetzt der lädt es hoch. Nee, okay. Er ist ja wenigstens Gott sei Dank progressiv. Ein progressiver Linker, also von dem das. Ich meine, schon ein Linker kann auch Schwubbler sein. Auch dumm sein, das ist mir von allen alles so. Ich meine, look at me. Bin links und bin dumm, also. nee, aber. Da gab's dann genau so eine Stelle, nämlich mit. Ja, guck mal, die Erde ist flach und es gab keine Mondladung. Zeigt uns erstmal Beweise. Digga, guck doch einfach hoch, da ist doch einfach. Ja. Ja, guck doch einfach mal hoch. Oder wie mit, ja, hier ist gerade helllichter Tag. Wie kann es sein, dass hier schon der Mond scheint? Oh mein Gott, Alter. Der Mond taucht nämlich nur nachts auf. Der verschwindet tagsüber. Warum fliegen die Leute eigentlich nicht nachts in die Sonne? Hä? Dann ist kühler. Ich meine, das wurde nicht gesagt, aber das kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas auch gesagt werden würde.
Ich meine, sowas sagt man ja eigentlich eher lustiger halber natürlich, aber wenn man die Leute so hört. Ah, okay, ja gut dann. Das war glaube ich, ein Movement. So ein Ratchet Clank 3 Movement. Wie Xem, der die ganze Zeit da so rumglitscht mit der Flammpeitsche und allem drum und dran. Ich habe jetzt eher gedacht an, wie in Castlevania Symphony of the Night, wo du irgendwie diesen Dash-Trick machen kannst, mit Alucard nicht schneller zu bewegen. Dafür kenne ich das Spiel leider zu wenig. Oh. Ich weiß nicht, wie würdest du das Castlevania so grundsätzlich. Ja, weil es mehr normal Metroidvania ist, ne? Ohne die ganzen Parcours-Schwachsinn. Ja, und weil du dich übelst auch noch Power machen kannst. Oh, okay, ja doch. Ich meine, Castlevania ist sowieso so grundsätzlich eine Lücke, die ich mal füllen wollen würde. Die Frage ist halt nur, wann. Solltest du? Hast du nicht mal Lords of Shadow gespielt? Ja, das mochte ich noch nicht. Ach so. Ja. Ich muss die mal wieder nachholen. Ich wünschte ja, die würden davon Ports machen auf Next-Gen, damit ich das nicht auf PC spielen muss. Das ist aber Konami. Ja. Aber was halt komisch ist, weil Konami release dann teilweise Sachen und... ist eine ganz komische Firma. Was super weird ist, weil die haben jetzt auch diese Suikoden Collection von seit irgendwie 2 Jahren. Stimmt! Da war ja auch halt was. Oh, Portal. Blade Runner. Auch. Oh, das will ich haben. Nee, ich will die Courtney Gears Brotdose. Kung-Fu-Griff. Bewegt er die Arme noch um einmal so ein T-Pose. Wie die einfach Kinder elektrisieren. Das ist diese Kinderbonbon-Werbung. Werbung. Ja. Also. Es ist Magic, die klingt 2 all over again. Kann ich das überspringen? Nee, okay, ich muss die Konsole neu starten. Der Spielstand ist gleich einfach gelöscht. Oh, imagine. Okay. Oh. Also. Ich werde mal die Cutscene im Nachhinein mal hier einfügen. Ich möchte die aber jetzt auch sehen. Na, warte mal, ich schau mal ganz kurz, ob es dir irgendwo ein Extras gibt. Nee, musst du nicht. Nicht? Okay, schade. Nicht riskieren. Dominiert, aber ich denke, ihnen wird das Glück bald ausgehen. Sie wurden gerade zu einem der riesigen Ace Hardlight Spielzeugproduktionswerke geschickt, obwohl das Werk Ratchet ist hier aber irgendwie ein bisschen wie ein Ratchet ist hier ein bisschen wie so ein Jojo Charakter. Der hat so 2 Stands hinter sich, die mitschießen. Naja, das finde ich jetzt. Das fühlt sich ein bisschen an wie so eine Jojo Storyline. Ja, ist es natürlich. Ich will trotzdem auch die Katze nochmal so sehen. Medium wahrscheinlich, ne? Wer von den Joe Bros stirbt dann dieses... Joe Go? Joe Bros. Ach, Joe Bros. Wer stirbt? Achso, von dem bei meinst du? Ja. Grün, der Lustige. Okay. Die stirbt auch immer als erstes. Jetzt nochmal, jetzt probiert die Katze nachzuzeigen. Wie weit sind wir jetzt eigentlich? Hey, was soll denn das? Letztes Drittel. Muss nur sein. Hey! Hatte der ihr Hemd die türkische Flagge? Okay, nee, das funktioniert wirklich nicht. Das funktioniert nicht. Das ist ja mega. Das muss aber an meiner Disc klingen. Schon cringing. Wirklich. Ich finde es gut. Ich nicht? Ich hoffe, das passiert auch bei den PS3-Teilen. Vor allem, das ist das letzte Mal, also das erste Mal passiert, wo wir beide als erstes mal alleine aufgenommen hatten. Ja. In Ratchet & Clank 2. Und jetzt sind wir schon wieder alleine. Das liegt wahrscheinlich daran, einfach weil einer von uns irgendwie, weiß nicht. Ach, du hackst dich in meine PS2 rein, ich verstehe. Infiziert. Ja. Ja, Cordyceps, aber quasi halt nur für PS2. Boah, Cyberpunk, ich verstehe. So nämlich. So nämlich. Nicht anders. Cyberseph.
Cyber. Ja, genau. Ich wollte eigentlich Cyber Zep sagen. Zep und Eier. Die huckt Lor. Also, würdest du seine Eier? Nein. Wow. Ich mag ihn, ja, aber nicht mal deine. Nicht? Okay. Ich würde nicht deine safe. Ich hab sie auch eh gesehen. Das muss aber nicht heißen, dass du es musst. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich muss, sondern dass ich würde. Eine schließt das andere nicht aus. Das stimmt. Oh, Hilfe! Die haben ein geiles Design. Das wollte ich eigentlich letztes Mal schon sagen, aber kam ich nicht zu. Dann haben wir irgendwie über Kunden geredet. Ganze Sachen geredet. Mhm. Über Kunden. Ich mag Musik Explosionen. Jo. Nach dem nächsten Turnier kommen wir dann auf den Planeten, der neben Orks auch meine Lieblingsmusik, glaube ich, aus dem Spiel hat. Maraxxus. Generell auch optisch, was das Spiel hier wieder abzieht, finde ich richtig geil. Ich meine, so Planeten wie Orkson oder sonstiges, die erkennst du einfach nicht wieder, vor allem zum ersten Teil. Ja, aber das. Ich meine, hast du sowieso auch im dritten Teil nicht mit. Ich meine, klar, Metropolis schon. Aber sowas wie jetzt als Beispiel Aridia, wo du das erstmal als Skid triffst in 1. Das, ich meine, dazu kann man auch sagen, ja, das ist, glaube ich, das erste Spiel, was wahrscheinlich unterschiedliche Kontinente oder sonstiges aufzeigt, bei unterschiedlichen Planeten. Sonst hast du immer dieses Star-Wars-Syndrom, wo du immer einen Planeten hast und das ist immer genau dieses eine Areal quasi. Oh, du hast diesen Wüstenplaneten. Was da wohl drauf ist. Also das könnte man den schon hoch... Oh, eine Oase. Das kann man... Oh. Jetzt wurde Star Wars erwähnt, habe ich direkt schon wieder Bock auf Jedi Survivor. Ja, bitte. Ich muss es endlich nachholen. Das wirst du dir wahrscheinlich aber weiterhin nicht Retail holen, gehe ich mal von aus, ne? Durch eben. Ich hab das Spiel Retail hier. Achso, hast du? Oh lol, okay. Ich will aber halt ja nochmal Fallen Order spielen und ja, weiß nicht, ich habe halt so viele andere Spiele. Ich habe halt, ich bin immer vorsichtig, welche Spiele ich im Hochsommer spiele, weil ich da meistens nicht so Bock hab zu zocken, leidenschaftlich irgendwie Videospiele spiele. Und dann möchte ich mir Spiele, wo ich mir vorstellen kann, dass mir die irgendwie mehr gefallen, aufheben für, wenn es wieder kälter wird. Bist du dann in so einem Sommerloch drin? Also nicht das bekannte Sommerloch, wo halt bekannterweise anscheinend nichts rauskommt, aber ich meine jetzt eben. Also ich so wie ich jetzt schon. Als Beispiel, wo ich dann sage, Sommer, warm, alles drum und dran, da habe ich nicht so Bock auf so lange Sessions oder halt Spiele, die mich so krass herausfordern. Also ich spiele meistens halt so. Ich spiele halt meistens so Spiele, die vor allem irgendwie, weiß nicht, so sehr so Pick-up and Play sind, weißt du, wo du nicht irgendwie dich erstmal so rein versetzen musst und erstmal eine Stunde irgendwelche Cutscenes oder was du auch immer hast, so, ne? Sondern halt so, weiß nicht, irgendwie mit Plattformer dann oder irgend sowas. Was einfach was, wo du halt kurz anfangen kannst und spielst du irgendwie eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde und hörst du wieder auf, wo du dir einfach nicht so viel Zeit nehmen musst irgendwie für eine längere Session. Ja, so ging es mir gerade halt mit Baldur's Gate 3 vor allem, aber sprich du erst mal zu Ende, dann will ich das gleich weiter. Und ich habe halt das Gefühl, dass zum Beispiel so, also ich meine, ich habe ja auch Fallen Order gespielt und das ist halt so ein Spiel, wo das halt schon irgendwie besser ist, wenn du da halt mal sagst, ich nehme jetzt mal vielleicht so 2-3 Stunden Zeit und spiel mal irgendwie. Und da habe ich im Sommer, also so, ich meine, jetzt gerade ist es halt irgendwie immer noch relativ kühl, aber halt, das wird halt wahrscheinlich nicht mehr so lange. Ja, das so ist halt jetzt auch erstmal nur, ich meine, wir haben jetzt langsam Anfang Juni dann natürlich. Ja. Meine, wo wir das jetzt aufnehmen, ist jetzt langsam beim eher Ende Mai. Aber das werden wieder anstrengende 2-3 Monate, das definitiv. Ja, ja, ja. Und da werde ich dann halt nicht sowas wie ein Action-Adventure irgendwie spielen. Ich meine, ich habe jetzt den Punkt ja mit Baldur's Gate 3 gerade angefangen und das ist halt dann auch genau so eine Art Spiel, wo du dir denkst, nee, ich muss mich in Mechaniken reinversetzen. Ich will auch, ganz ehrlich, das Spiel auch natürlich verstehen dementsprechend, aber ich bin halt auch eigentlich dann, so wie ich das halt immer höre, wegen den Charakteren und der Story eigentlich auch da. Ja.
Also, und du bist halt auch dann, ne, so, das ist dann halt bei mir so das Main-Ding irgendwie, wenn du dann halt wirklich so, du spielst im Sommer irgendein Game und dann musst du erstmal irgendwie 45 Minuten dir irgendwie Dialoge anhören und du sitzt einfach nur in deinem eigenen Schweiß drin und denkst dir so, Alter, ich hasse das alles so sehr gerade. Ja, weil du dich auch konzentrieren musst, das ist halt der springende Punkt dann auch noch dahinter, du musst dich so krass, also was heißt krass konzentrieren, aber du musst dich dann halt, oder willst dich halt entsprechend einfach konzentrieren und dann kommt irgendwie noch mal zusätzlich einfach das Gefühl dazu, fuck, es wird langsam warm im Zimmer und du schwitzt dann einfach krass. Und das hast du bei eben, was du gerade gesagt hast, halt bei so Pickup-Games nicht, die du einfach mal schnell anwirfst, eine halbe Stunde spielst und dann sagst, okay, switch ich oder sonstiges. Wo ich jetzt aber auch gerade das Problem ein bisschen habe, ist, ich weiß nicht momentan, was ich für mich privat spielen soll. Ich habe es jetzt mit Baldur's Gate 3 probiert, das werde ich aber wahrscheinlich erstmal nochmal aussetzen. Weil eben den genannten Grund gerade, weil ich komme da nicht so ganz rein, wie ich es mir hoffe. Aber auch so, die Spiele, die ich da habe. Ich meine, ich freue mich, wenn wir dann natürlich Dinge spielen, War in the North. Ich habe Kingdom Hearts als Stream-Projekt gerade, sure, klar, aber so das, was ich jetzt offline spielen kann, das habe ich gerade nicht. Ich meine, nächste Woche kommt dann jetzt endlich mal, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, Final Shape raus. Da freue ich mich, wie wir es schon in der letzten Aufnahme gesagt haben, sehr, sehr krass drauf. Dazu? Nö. Okay, krass. Also ich werde wahrscheinlich mal mit meinen Clan-Kollegen ein bisschen streamen, ja, sure, aber dann nicht den Kampagnen-Content, den will ich alleine genießen. Also die Kampagne auf jeden Fall ist krass. Es muss halt nicht alles Content sein, das ist halt so ein Punkt, den ich mir jetzt, ich meine, ich bin kein... Surprise, kein großer Streamer, kein großer YouTuber oder sonstiges. Ich versuche natürlich für mich selber zu sagen, ja, ich will mir eine bestimmte Größe hoffentlich aneignen. Weil ich will nicht mehr arbeiten. nee, aber es muss nicht alles als Content verwurstet werden, wie man es halt so klassischerweise kennt. Oh, ich muss auf diesen Trend aufspringen und alles drum und dran. Klar wird es wahrscheinlich mir, wenn ich das jetzt machen würde, wahrscheinlich helfen, eine bestimmte Größe aufzuziehen. Aber ich will einfach das machen, worauf ich dann halt grundsätzlich Lust habe. Und das ist jetzt als Beispiel mit dir, diesen, na gut, das ist ja kein Marathon grundsätzlich, ne, aber einfach mal alle Haupt-Ratchet & Clank-Teile durchzuspielen und das als Archiv für einen selber quasi vor allem aufgezeichnet zu haben für, sure, auch für Content, das ist klar, aber vor allem für einen selber. Das hat mich dann, nachdem wir Ratchet & Clank 1 durchgespielt hatten, so krass gefreut, dass ich mal vor allem, auch wenn es nur ein Let's Play ist, klar, aber mal so ein Projekt einfach mal fertig zu haben. Das hatte ich seitdem ich YouTube mache konkret. Das ist weiterhin erstmal immer noch ein Hobby. Seit 12 Jahren. Seit ich 12 bin. Klar, war auch sehr viel Cringe dabei, aber... Ich könnte mir so gerne Videos von dir angucken, wo du 12 warst. Nee, seit ich 10 bin sogar, holy shit. Da gibt's tatsächlich noch was. Das könnte ich dir später mal rausfinden. Das ist halt Ohrenbetäubend tatsächlich. Du verstehst so nichts in dem. Mit fucking irgendwie Handykamera. Oh ja. Quasi, ja. Mit einem Laptop mit der Webcam aufgenommen. So großartig. Also du verstehst wirklich literally einfach. Hallo Leute, nicht. Hier ist Pavel. Nee, das verstehst du ja nicht mal. Du hast einfach nur so. Also als 12-Jähriger ein Video irgendwie über Batman Arkham Asylum gemacht, das wäre richtig basiert. Also nee, damals habe ich noch gar keinen Batman gespielt, das habe ich erst mit 15 nachgeholt, richtig die Reihe. Ich wüsste gar nicht, was ich damals so richtig als Content gemacht habe. Klar, so klassischerweise Let's Plays, Minecraft und das alles drum und dran natürlich, ne? Oh mein Gott, Minecraft. Happy Wheels habe ich damals auch gemacht, als das in der Hochzeit war. Stimmt, das hattest du auch erwähnt, ja. Hatte ich das? Oh lol, ja gut, aber ja, das ist halt so klassisch, was man halt macht, ne? So richtig Content recycelt, wie gerade. Das ist quasi ein Remake von unserem Ratchet & Clank. Das müssen wir eigentlich auch mal machen, oder? So schön Happy Wheels. Nee. Nee, oh Gott.
Aber ich fand das legit damals spaßig. So mit 11, da hattest du dann Spaß dran tatsächlich. Ich hab solche Spiele auch tatsächlich nie gespielt als Kind. Ah, okay. Ich war schon damals ein Serious Gamer. Ich war ein Serious Gamer. Ich hab immer nur so krasse Spiele wie Crysis 2 gespielt. Oh Gott. Crysis 2 habe ich auch nicht gespielt als Serious Gamer. Aber nur weil meine Mama mir gesagt hat, dass ich Spiel ab 18 noch nicht spielen darf. Es war ja richtig geil, wie ich meine Mom davon überzeugt habe, mir God of War 3 irgendwie als 14-Jähriger zu kaufen. Und zwar, ich habe hier halt einfach nur so random Gameplay gezeigt und dann halt immer weggekartet, wenn halt irgendwas richtig gewaltvolles passiert ist. Und ich habe hier halt auch nur so die Videos, also nur die Kämpfe, so du kämpfst doch in God of War 3 da so gegen diese Stein-Golems da mit den Hämmern, wenn du weißt. Boah, die sind so scheiße, ja. Ich habe ihr das gezeigt und da fließt ja kein Blut und so. Und der nimmt dann ja nur den Hammer und haut den da halt zu Klump, aber die stehen ja nur aus Stein, ist dann ja scheißegal so. Und das habe ich dann meiner Mom so als so 14-Jähriger gezeigt. Also, guck, das ist doch voll okay. So. Das kann man auch spielen als 14-Jähriger. Ich weiß überhaupt nicht, wieso das überhaupt ab 18 ist. Da hat wahrscheinlich die Lustkammer wieder ein bisschen überreagiert, so, weißt du? Und dann hat sie ja gesagt, dann kaufe ich dir das. Ja, dazu muss man ja auch wirklich ehrlichweise sagen, die USK grundsätzlich jetzt im Lauf der letzten 10 Jahre, ich kann mich wirklich konkret erinnern, nach Dying Light, dem ersten Teil, haben die ihre, ja, sind die, oder Mortal Kombat 10 war das, glaube ich, auch. Das war 2014 dann, glaube ich. Sind die deutlich woker geworden. Nee. sind die halt wirklich, was das angeht, nicht behutsamer, nee, das ist nicht das richtige Wort, das wäre sonst noch krasser, aber ich meine, ja, lascher geworden, genau. Ja, wobei ich es dann gehört fand, dass sie trotzdem gesagt haben, Dying Light 2 muss wieder zensiert werden. Nee, ja, das war weird, oder? Doch, das auch, aber auch Dead Island. Aber Dead Island war ja. Das war also auch, ich verstehe nicht, warum es ausgerechnet diese Spiele trifft. Dying Light und Dead Island 2. Dead Island 2 muss. Ja, vor allem Dead Island 2 ist so ein dummer Grund. Also nicht ein dummer Grund, aber so eine dumme Implementierung. Also du kannst die mit diesen Systemen so krass zerhackfleischen, wenn die leben, in Anführungszeichen. Aber wenn die dann auf dem Boden sind, dann sind das einfach. Kannst du nichts mehr machen mit den Leichen. Das ist. Ja. Macht's doch ganz. Ich muss mir ja noch eine PEGI-Version deswegen auftreiben, weil wir das ja auch noch im Koop spielen wollten irgendwann mal. Ja, hätte ich wieder Bock drauf. Ihr habt die DLCs vor allem noch gar nicht gespielt. Die sollen auch sehr, sehr gut sein, was ich da gehört habe. Und das Hauptspiel so selber auch, vor allem wirklich im direkten Vergleich mit Dead Island 1, das ist ein so unfassbar gutes Spiel, wirklich. Die Charaktere machen Spaß, das Writing ist so herrlich dumm wie in Dying Light 1, weil das ist auch herrlich dumm einfach. Macht einfach Spaß. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht letztes Jahr. Habe ich das, letztes Jahr habe ich es gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr gespielt habe, aber ich glaube, das war wirklich erst letztes Jahr. Doch, muss es. Das war in meiner Top 10 mit drin. Stimmt, doch. Ja, deswegen ist Final Fantasy 16 aus meiner Liste geworfen. Ja, ist auch okay. Das war ja bei mir dann auch super niedrig am Ende des Tages. Und auch nur, weil ich halt quasi nur 10 Spiele hatte. Aber ja, ich finde es immer noch komisch, dass die USK dann, also so normalerweise halt jetzt mittlerweile so voll gechillt ist, aber dann bei den Spielen immer noch so, ne, das muss jetzt zensiert werden, sorry. Sonst darf das hier nicht rauskommen, finde ich irgendwie weird. Weil du hast halt so viel andere, so absurde Gewaltorgien teilweise. So ein Last of Us 2 ist ja einfach unzensiert rausgekommen. Und das ist halt auch. Vor allem, wie das auch aussieht. Fucked up. Also, ich würde das auch jetzt im kontextuellen Vergleich, wenn du das jetzt wirklich mit Dead Island 2 und The Last of Us 2 vergleichst, sure, realistisch sind nicht beide Spiele, auch wenn mir die Mitarbeiter da so leid tun, dass die sich da wirklich eben entsprechend Videos anschauen mussten, wie angucken. Ja, Snuff-Videos anschauen mussten auf Live-League oder so ein Scheiß, wie halt, keine Ahnung, ein Typ sich bei einer Bombe die Beine zersprengen oder sonstiges, dass das halt schon realistisch aussehen soll. Aber trotzdem in dem Sinne ist klar, Last of Us das realistische Spiel, das ist klar, aber mein Gott, kann ich. Ja, danke schön, Geschütztum. Vor allem auf der Stufe, wo ich spiele, das geht halt wirklich schnell. Ich bin froh, dass ich wenigstens nur Free It bin und nicht mehr Two It.
ist The Last of Us 2 trotzdem im Vergleich das deutlich realistische Spiel von beiden. Wenn man wirklich auf dem Vergleich hinaus will, vor allem. Ich meine, allein du kannst ja irgendwie, weiß nicht, Leute so erschießen, dass sie dann halt einfach nur nicht sofort sterben, sondern erstmal langsam ausbluten und am Röcheln sind und dann sich auf dem Boden verschmerzen und das Blut tropft einfach immer noch raus und du stehst dann da so nebenbei und denkst so, ja, das scheint mal echt weh zu tun, I think. Oder wenn du halt mit Ellie oder Abby, keine Ahnung, nee, mit Ellie stichst du Leute. Halt mit Ellie Leute abstichst. Und dann halt die Kamera natürlich dann umdrehst, um die Gesichtsanimation zu sehen. Oder wie sie halt die Kehle aufschlitzt und alles drum und dran. Holy fucking shit, das ist... Ja, das ist schon heftig. Auch wenn ich gerade gesagt habe, nee, das ist nicht... Sure, es hat realistische Maßstäbe, auf die es setzt, aber... Es ist dann trotzdem immer noch weit in ein Unterhaltungsprodukt, sage ich jetzt mal. Auch wenn man Neil Druckmann schon relativ krass, vor allem mit seiner jetzigen Aussage, die wirst du wahrscheinlich auch mal gehört haben, gehe ich mal von aus nach... Mein Sivo, aber also hast du da schon die Follow-up-Story mitbekommen, mit was da noch dazu gehört zu seiner Aussage? Das war ja ein Interview quasi, was ja Sony intern gemacht hat. Achso, was er nochmal zusätzlich, heute war das glaube ich sogar gepostet hat, ne? Oder war das gestern Abend? Das war gestern, wo er halt einfach gesagt hat, jo, also mir wurden hier einfach Wörter in den Mund gelegt, die ich nicht gesagt habe. Ich meine, ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur mitbekommen tatsächlich, aber du wirst es wahrscheinlich... Also das ursprüngliche Ding war ja so, dass er Ase meinte, so, jo, unser nächstes Spiel wird halt safe Mainstream, also die Perception of Gaming im Mainstream redefinieren, so, und halt wie krass wichtig AI irgendwie wird und wie geil es sein wird und alles. Und dann hat er halt gesagt, da wurden mir teilweise Wörter in den Mund gelegt und dann hat er halt das ungeskriptete Ding halt quasi gepostet, wo er halt meinte, also wo halt dann drin stand, dass halt er nicht gesagt hat, unser nächstes Spiel, sondern dass es halt in der Zukunft Spiele geben wird, die das nochmal irgendwie machen werden. Also halt nicht von Naughty Dog aus spezifisch gesprochen. Und diese ganze AI-Quote meinte er halt eher so auf der Ebene, dass das halt halt in der Entwicklung einfach mehr benutzt werden muss, so. Aber dass es da halt ganz viele ethische Sachen gibt, die man halt eben im Auge behalten muss, dass das halt eben nicht dafür sorgt, dass irgendwie Leute ihre Jobs verlieren und so ein Kram. Und halt in der Quote war es halt einfach nur, yo, AI ist mega! Da muss ich mir den Post nochmal selber anschauen, aber ich glaube, der da definitiv, dass das eben dann so im Interview stand. Das sah aber auch ein bisschen komisch aus. Das sah aus, als hätte er das einfach im Editor da selber nochmal eingegeben oder so. Von dem, was ich da gesehen habe. Das glaube ich jetzt aber auch nicht. Also so, der Neil Druckmann-Hate ist ja auch mittlerweile richtig krass beliebt so. Also das ist einfach super beliebt, einfach auf dem Bericht. Ich meine, ich verstehe es. Ja, das wollte ich auch sagen. Ein bisschen kann ich es auf jeden Fall verstehen, weil der Typ ist schon irgendwo ein bisschen arschig und ich meine, allein ne, so seine teilweise Ansichten irgendwie zu dem ganzen Israel-Palästinenser-Konflikt. Ja, das meine ich nämlich. Eingehen und so. Das ist aber sehr unangenehm einfach. Vor allem, dass es dann einfach der Dude ist, der dann halt auch einfach ein Spiel gemacht hat mit der Main-Message einfach so, Gewalt sollte keine Gegengewalt irgendwie hervorrufen. Aber dann in Real Life. Dann genau den Konflikt hernimmt vor allem. Ja. Ist dann halt so ein bisschen so kritisch auf jeden Fall. Aber gleichzeitig habe ich schon auch so das Gefühl, dass das mittlerweile halt auch einfach cool ist, den zu haten und dann halt so Dinge, die er halt auch sagt oder nicht sagt, halt einfach so negativ wie möglich auszulegen. Weil wäre der halt einfach eine beliebtere Person, dann würde man dem halt auch nicht alles, was er sagt, halt direkt so das Negativstmögliche irgendwie es immer versuchen auszulegen. Und ich meine, manchmal erwische ich mich dabei selber ja auch, ne, wenn ich David Cage, den ich ja nicht leiden kann, dann auch irgendwas sagt. Ja, genau, das wollte ich auch genau sagen. Internationale asynchrone Bandbreite auf meinem Hauptprozessor. Oh, das ist aber ganz schön viel. Na, oh, also, ich ruf dich dann zu. der weirde Dude, der um die Ecke kommt und dein Date versaut. Den du erwähnt hast? Hey, hast du die Pläne bekommen? Ja. Oh Mann, das ist ja toll. Aber ich habe erfahren, dass hier noch viele andere Helden festgehalten werden. Wir müssen ihnen helfen, Ratchet. Gut, aber wie denn? Aber wie denn? Mir ist aufgefallen, dass die Sicherheitsmonitore deaktiviert werden, immer wenn ein großer Kampf stattfindet. Wenn ich in der Arena mit einem Exterminator kämpfe, verschafft dir das Zeit. Es ist riskant.
Aber wir haben keine andere Wahl. Keine Angst. Ich mach sie fertig. Wow. Mensch, so ein Alpha-Mail. Nicht wirklich. Ja, aber wo du gerade auch den Punkt sagen wolltest mit ihm, David Cage, genau die... genau das sehe ich jetzt gerade, nämlich bei der Thematik mit Neil Druckmann gerade, aber ich sehe es nicht. Ich habe ja auch damals die Diskussion mit The Last of Us 2 nicht verstanden, dass man die Story nicht mögen kann, sure. Dass man aber aus der emotionalen, wie sagt man jetzt da am ehesten, zwecks der Emotionalität, was mit Joel in dem Spiel passiert, so reagiert, das habe ich nicht verstanden. Beim besten Willen nicht. Du meinst die ganzen Leute, die dann halt auch das als Dogwhistle benutzt haben, im Sinne von, so, das ist hier woke Scheiße und weiß nicht so, das ist... Entschuldigung, die nennen das jetzt DEI. Also. Ja, ich weiß. dass irgendwie Naughty Dog weiße Männer hasst und so weiter und so fort, das ist halt so, ja, okay, alles klar, das ist einfach dumm. Ja. Ich meine, wie gesagt, man kann sich natürlich über die Story und deren Charaktere oder generell einfach das Writing eben, das kann man nicht mögen. Das ist bei jedem Medienprodukt so, vor allem bei Spielen in der Art wie Last of Us 2. Komplett klar, aber... Weil mir das tatsächlich lieber ist, wenn gerade so AAA-Spiele auch mal wirklich abfallen, weil sie halt wirklich mal was erzählen, was halt nicht so geschrieben ist, dass es der breiten Masse einfach gefällt, sondern dass es halt wirklich dann Leute gibt, die sagen, ich liebe dieses Spiel, und dass es ganz viele Leute gibt, die auch sagen, ich finde es richtig kacke. Ich finde es eigentlich viel besser, wie halt jetzt God of War oder so, wo du halt ganz viele Leute einfach hast, die sagen, ja, das finde ich gut, aber halt nicht so richtig viele, die sagen, oh, das liebe ich so sehr, oder, oh, ich hasse das. Sondern halt dieses, ja, das ist halt einfach... Ich meine, ich kenne auch niemanden wirklich, der in Last of Us 2 wirklich konstant alle Elemente aus dem Spiel mag. Kenne ich niemanden. Ich meine, sure, im Videospielen hast du sowieso meistens immer das Thema, es gibt so einzelne Elemente, die mag man einfach nicht. Das habe ich in jedem Spiel natürlich. Aber bei Last of Us 2 im generellen Diskurs, vor allem bei uns in der Bubble, habe ich sehr oft mitbekommen, wie die Leute wirklich, also ich nehme jetzt einfach mal mich als Beispiel, ja. Ich mag den ganzen Ellie-Part fast gar nicht. Der dauert mir zu lange, da wird zu wenig erzählt meistens und die Charaktere, die drin vorkommen, vor allem Ellie, mag ich halt leider überhaupt nicht. Alles, was mit Abby zu tun hat, fand ich, war Goat-Shit, wirklich. Das ist so ein basiertes Spiel, das hat für mich den besten Survival- Boss der letzten, also wenn ich jetzt gerade in die letzten Jahre nur schaue, jetzt nicht gesamt gesehen, ne, hat es für mich den besten Survival-Boss der letzten paar Jahre gehabt. Fand ich crazy. Und das hast du halt überall. Manche Leute mögen dann halt Abby nicht, weil es halt eine komische Kampflesbe ist oder sonstiges. Je nachdem, was für ein rechter Vollidiot da gerade. Ja, eben deswegen. Vor allem, als vor dem Release gab es ja die große Diskussion bei dem Spiel mit. Ja. Und dabei ist sie es nicht. Sie ist einfach nur fucking based, muskulös. Das ist ja dieses eine Kind aus diesem Stamm. Doch, Stamm, ne? Dann, ja, genau. Schon Lev. Genau, Lev. Und das hat diese ganze Diskussion für mich, als ich das dann so richtig, vor allem auch, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, dachte ich mir wirklich, ist die Person, ist das die, um die es in der Diskussion geht? Ich war vollkommen verwirrt. Und dann war sie es halt natürlich nicht. Und das hat dann im Nachhinein für mich diese ganze Diskussion darüber, dass es da einen Trans-Charakter im Spiel gibt, vor allem Lev, der die coolste Figur im Spiel ist und die Thematik so cool aufwirft, vor allem in dem Sinn, wie das da gehandhabt wird grundsätzlich, so ins Lächerliche gezogen. Das war unglaublich. Ja, vor allem das Schlimme ist, es gibt immer noch Leute, die das halt, also die Last of Us 2 auch nie gespielt haben, aber es ist einfach wahr, dass Abby immer noch trans ist einfach, weil so, das hab ich im Internet gesehen und die sieht aus, weil so sieht ja keine Frau aus. So sehen ja keine Frauen aus, ich kenn doch meine Frau. Dann halt einfach sagen, ja nee, dann muss ich trans sein oder so, kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich meine, schon, ich war dann auch voreingenommen, ne, wie man es jetzt rausgehört hat, aber... Das heißt aber, nee, es war auch vollkommen dumm, so zu denken. Mittlerweile
gehe ich auch anders an die Spiele ran. Klar, ich beteilige mich an die Diskussion sehr oft oder lies da sehr oft mit. Liebe Kinder, probiert das mal so. Zu Hause aus. Geht lieber zu einem Freund. Mittlerweile denke ich mir dann halt wirklich, okay, schau mir die Elemente des Spiels an. Dann guck mal einfach mal. Ich meine, zu 100% stimmt das auch nicht. Stellar Blade zum Beispiel sehe ich sehr, immer noch sehr fragwürdig an. Zum Beispiel, ne? Und die ganze nicht, Diskussion. Ich weiß nicht, was du gegen Stellar Blade haben. Ich auch nicht. Also ich als derjenige, der sehr viele Hunter-Spiele spielt, müsste das eigentlich mögen. Nee, dafür ist es dir dann wahrscheinlich zu rogue einfach. Weil du siehst ja nicht mal ihre Moves. Also Musik passt, aber nicht komplett. Ja, das ist ja auch die Diskussion, wo die Rechten da schon wieder so schön rumdiskutiert hatten. Zensur, kann ich bitte nicht sterben. Ja, weil die ein Outfit halt angepasst haben, das ist halt. Ja, nicht nur das, sie haben ja auch das Blut zensiert und. Das wusste ich nicht mal. Ja, keine Ahnung. Dass es darüber ein Ding gab. Ganz, ganz komisch, wirklich. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Nee, du wirst es schon schaffen. Ich glaube an dich. Spiel? Ich glaube, du bist tot. Weil du hast 0 HP, aber du bist in dem Moment aufgelevelt. Es ist nicht die Elgato, das Spiel ist gerade wirklich abgestürzt. Gut, ich schneide das mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo. Wir sind wieder back. Wir haben gar keine Bellenwitze. Wir haben keine Bellenwitze gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir jetzt gerade waren. Ich hatte jetzt das Neustart der Konsole wieder ein bisschen rausgepackt. Wieso woken schon wieder Uwe? Jetzt hat doch auch noch immer was. Übrigens, ich habe die zweite Folge, wo ich den Joke angefangen hatte mit Uwe, habe ich auch genauso genannt. Das ist die Uwe-Folge. Der heißt wirklich so. Das nicht zu Hause aus. Geht lieber zu einem Freund. Ja, das ist dann Uwe Gladiator auch nennen müssen. Oh mein Gott. Vielleicht nenne ich das doch nochmal um. Also wenn ich den Titel umnenne, dann wisst ihr warum jetzt im Nachhinein. Das ist so Behind-the-Scenes-Kram gerade. Das ist voll geil. Behind-the-Scenes einfach während der Aufnahme. Warte mal, ich starte mal ganz kurz meinen Opera-Browser. Eins muss man Ratchet lassen. Ich will mich mal ganz kurz hier konzentrieren. In deinem Opera-Browser dir nicht auch anzeigen, welche Hentai-Games immer rauskommen. So, was da bald released wird. Wahrscheinlich. Ich nutze das Feature halt nur nicht, weil es mich ein bisschen nervt tatsächlich. Oh. Ich werde wahrscheinlich aber wieder den Browser wechseln, weil Chrome ist mir zu leistungsbedingt, nimmt mir zu viel Leistung weg. Und läuft auch mittlerweile zu langsam leider wieder. Die Updates lassen mich so versucht. Wir möchten ja bald die Möglichkeit nehmen, Adblocker auf YouTube zu benutzen. Achso, Opera meinst du? Ja. Nein, Chrome. Was? Ich weiß nicht, ob Opera das auch machen will, aber... Ja, indem du Premium kaufst, oder nicht? Ja, genau, indem du Premium kaufst. Ich meine, ich nutze Premium, weil ich YouTube generell immer noch weiterhin mehr nutze als normale, das ist normal, aber so richtig große Streaming-Anbieter wie Netflix und so weiter. Ich meine, ich auch, aber ich habe trotzdem Adblocker drin. Ja, verstehe ich auch, aber ich meine, ich schaue sehr viel auf Handy, muss man auch dazu sagen. Und auf ein Handy allein damit du das dann ist das halt schon eine krasse Erleichterung tatsächlich. So, jetzt kommt, glaube ich, der Endboss hier, oder? Ich muss mein Mikrofon kurz richten. Der Endboss, aber... Willkommen zum Kampf eures Lebens, Dreadzone-Fans! Eures Lebens vor allem. Der Herausforderer ist bekannt für organisiertes Verbrechen und für seinen Hass auf Sonnenschein, und Schokolade. Oh, der Space, der mag... Na, obwohl, der mag keine Hundewelpen. Ach, Ratchet, meinte er. Der ist doch mittlerweile voll... Eigentlich schon. Also seine Öhrchen verkaufen sich anscheinend gut vom Merchandise. Das ist so ein cooles Design. Ich mag das voll. Boah! Sieht aus wie eine Yu-Gi-Oh-Karte. Ja! Dieser kleine Ratchet tut mir fast leid. Dieser kleine Ratchet. Sie meint das nicht so. Achso, okay. Ich meine, also Dallas mag ich richtig gerne. Das ist ein cooler Character. Ich finde schade, dass er nie wieder vorkommt. Kommt der nicht in Tools of Destruction nochmal irgendwie vor? Wüsste ich nicht. Und wenn, dann in einer ultra geheimen Cutscene.
Es gibt hier übrigens, wenn du das Spiel dann in New Game Plus startest, gibt es dann noch Informationen, was die ganzen Charaktere nachher machen. Nachdem... Ja. Ich meine, das kann man jetzt, glaube ich, mal spoilern. nachdem die ganze Station in die Luft fliegt, die halt den Job nicht mehr haben. Das fand ich ganz und cool. Was machen sie? Das weiß ich nicht mehr, das können wir ja später mal nachschauen. Oh, natürlich. Das Wichtigste. Ich weiß halt wirklich nur, dass Juanita und Dallas zusammen wohnen. Was ist dann Dreadzone? Mehr weiß ich aber nicht. Ja, ich auch. Damit die... Ich glaube, das wäre so eine richtig krass toxische Beziehung wahrscheinlich, das ist so eine Frau, die dich die ganze Zeit schlägt. Hier ist das. Mhm. Gesäuret. Ich meine, ich könnte jetzt... Ah, fuck, ich kann frieren gerade nicht einsetzen. Schade. Da musst du... Heute keine frieren... Okay. Ich muss immer noch Spy Family schauen, da habe ich auch immer noch Bock drauf. Da muss ich heute das neue Chapter lesen. Ah, du liest den Manga, wow. Ich lese tatsächlich den Manga von Spy Family. Ich mag ja bei Spy Family extrem gerne, wie das... Und das habe ich so ein Gefühl, das machen viele Comedy-Anime vor allem. Also zumindest die guten. Dass die zwar sehr viel auf Comedy und so setzen, aber so in ihrem Unterton auch ganz oft einfach ultra dark sind. weil Spy Family hat halt einfach ein richtig, richtig, richtig fucked up, darkes so... Setup eigentlich für die Geschichte und was da halt eigentlich auf dem Spiel steht und alles. Und du hast auch immer mal wieder Kapitel und Folgen, wo halt wirklich auch einfach keine Jokes gemacht werden, sondern was einfach wirklich traurig und dark und einfach alles ist. Und das finde ich ziemlich cool. Ich mag das sehr, wenn so Comedy-Serien, auch bei Sitcoms, ne? Ich mag das bei Sitcoms auch total gerne, wenn diese Charaktere, die du magst, auch mal irgendwie so ein bisschen aus ihrem Status quo ein bisschen rausgerissen werden und dann halt wirklich mal für ein paar Folgen so was Ernsteres einfach behandeln müssen und dann einfach nicht so viele Jokes gemacht werden. So, das finde ich eigentlich immer geil. Und ich mag das sehr, dass das halt auch zumindest gute Comedy-Manga und Anime halt auch machen. Ich kam so schnell, ich konnte. Es viel. Das, siehst du nicht, dass ich volle Konzentration brauche? Spy Family, was ich mitbekomme, macht das im Writing ja sehr, sehr gut, weil sonst wäre es ja auch nicht in der Form erfolgreich und wird so positiv aufgenommen werden. Aber du hast auch sehr oft einfach andere Serien oder generell Medium, die das einfach nicht, leider nicht so hinbekommen. Weil das dann doch eher mehr cringe wirkt oder einfach eher ungut. Alice tot übrigens. Dann, die versuchen. No! Hey. Okay, ich glaube nicht, dass L wirklich tot ist. Ja, ist auch nicht tot. Da kommt dann. Kurz vor dem Ende nochmal wieder. Du bist tot, Ace! Lustig. Du hast echt Nerven. Aber spar sie dir für die Arena. Boah, seine Locke macht ihn so unsympathisch. Der sieht aus wie ein Elias. Der Krankenwagen. Das hätte nicht passieren dürfen. Es ist meine Schuld. Nein, Ratchet. Ace Heartlight hat es getan. Und Gleeman Vox gab den Befehl. Rüstung sieht optisch aber auch ein bisschen anders aus, oder? Jetzt werden sie dafür bezahlt. Orange und nicht mehr grün. Genau. Ja, aber auch die Schultern und die Arme, glaube ich. Warte mal. Das muss ich mir jetzt mal ganz kurz genau anschauen. Was unter Ausstattung? Nee. Extras, glaube ich, oder? Ja. Genau hier. Doch! Das ist mir noch nie aufgefallen. Ey, das ist ja die Master Chief-Rüstung eigentlich, die Rächer-Rüstung. Ein bisschen, ne? Alpha Clank. Das ist einfach Andrew Tate. Doch, die Arme und die Schulterplatten, aber auch die Beine, die sehen pro Rüstung. Sieht ja geil aus. Meinst du das Farbschema oder meinst du generell die Rüstung? Das Farbschema. Ja. Sag mal die anderen Rüstungen. Ja gut, das sind... Welche sogar kaufen. Das sind einfach nur Skins. The Muscle. Das bin ich gerade. Zeig mal. Ja? Ja? Das bin ich gerade. Oh, hast du auch so einen komischen Eimer drauf? Ja. Das ist huge. Quasi mein Hedge. Das ist huge. Das macht's. Nee, das ist nö. Holy shit. Ja, das ist wirklich nö. Das ist Max so. Das ist deine Waifu. Das ist meine Mutter. Nee, das ist deine Mutter. Ich weiß. Weil die ist richtig also. Süß. Venus. Ist wie das Festival. Aber ich sehe gerade, wir sind gerade über die Folgenlänge drüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.